Guten Tag, willkommen zurück zu The Messenger. Yeah. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme, beziehungsweise das Spiel freest. Hallo. Oh, jetzt aber. Keine Ahnung, was da im Hintergrund noch alles abgeht. Auf meinem Rechner. An sich eigentlich nichts. Aber selbst wenn der schmeißt, reicht es vom Timing her nicht her, mich da hoch zu juggeln. Deswegen glaube ich, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, ich muss in der Zukunft hier rein, wenn das irgendwie geht. I don't know. Weil ansonsten, ich habe ja schon alle Skills, die man haben kann. Und irgendwie andere Sachen, die mich hier weiterbringen, gibt es nicht. Ach ja. Mach Sachen. Aber ich komme ja nicht hier durch, ne? Ist nicht drin. Oder? Da ist massives Mauerwerk, wenn ich in der Zukunft bin. Ja, eben. Es gibt auch nichts, was mich zurück in die Zukunft bringt. So dumm es klingen mag, aber ich meine das wirklich so. Ach, Alter. Ja, natürlich ist das Lebensding weg. Okay, da muss ich irgendwie versuchen, da hochzukommen, aber ich verstehe noch nicht genau, wie ich es schaffen soll, aber gucken wir mal. Mal Gas hier. Da ist ein Portal, aber das ist... Ich versuch's mal. Mal gucken, ob das mir was bringt, wenn ich in das Portal reingehe. Ich glaube aber nicht. Wow. Dass es hier nicht mal Leben gibt oder so, ne? Na gut, ich bin ja nicht weit vom Speicherpunkt weg. Das wäre jetzt auch nicht so tragisch. Komm ich hier raus? Ich komme raus und ich komme auch zurück. Ha! Warum habe ich das letztes Mal nicht gemacht? Weil ich doof bin. Ja, guck mal an. Kindergarten hier ist es. Oh Mann, ich... Ich hätte letztes Mal hier einfach weitergekonnt, aber nein. Okay, wir leben jetzt heute was... heute was Neues. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay, da gibt's Leben und lecker Kristalle, aber... I don't fucking care. Von beidem genug. Interessant, okay. Alles klar, hab ich. Wach. Indem ich einfach jedes Mal trifft, ne? Dass die auch immer ballern müssen hier. Ah. Damit hat er nicht gerechnet, dass ich meinen Haken in sein Gesicht ramme. Okay, ich muss mit den Dingern mitfahren, ansonsten fletschen die mich. Okay. Ah ja, okay. Schon alles hier seinen Grund und seinen Sinn. Okay, ist ein Räumchen. Ach, guck mal, ein Upgrade. Was haben wir denn da? Was ist das? Du hast die Leichtfußstiefel erhalten. Du kannst jetzt auf Flüssigkeiten laufen, wenn du RT gedrückt hältst. Du darfst dabei nur nicht stehen bleiben. Ach, mach Sachen. Jetzt kann ich hier... Über die Stacheln laufen, oder was? Rechten Button? Hä? Stopp gedrückt? Warte mal, lass mich nochmal lesen. Nee, ich habe ja nicht alles. Da unten fehlen ja noch ein paar Sachen. Ha! Ich bin ja noch nicht komplett aufgepowert. Ach, echt ein Trigger. Cool. Ja, dann bekomme ich jetzt ja auch weiter. Ja, ich... Oh Gott. Stimmt, ich sollte nicht stehen bleiben, Kacke. Bin ich fast schon wieder tot. Okay. Hier wird nicht gespeichert, aber... Ich werde nochmal zum Händler gehen und dann wird ja gespeichert. Weil wenn ich jetzt sterbe, lande ich wieder bei einem Checkpoint weiter hinten. So. Also zu dem Turm der Zeit hier. Okay.
Nice. Jetzt können wir auf Stacheln laufen. Beziehungsweise auf Flüssigkeit. Das wird mir noch gewisse Pfade ermöglichen. Okay. Das heißt, wir machen uns jetzt hier mal... Oder gehen wir mal nach links erstmal hier. Super nice. Walk on water. Ja, über die aber nicht. Deswegen speichere ich nochmal. Okay. Du hältst mal das Schnauzen hier. Schnell, schnell, schnell. Wow. Okay. Oh nein. Okay. Ich gehe nochmal kurz hier unten lang und sammle das hier nochmal ein, was es hier einzusammeln gibt. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Portalchen. Nee. Okay, aber ich verstehe nicht ganz genau, was es mir bringt, weil hier wird ja eh wieder gewechselt. Ja, weil hier komme ich ja nicht weiter. Sag mal. Krieche als ein gesammelt. Hä? Wie? Aua. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Heftige Geschichte hier. Kurz warten und weiter. Ja, das Portal ist da unten, das macht schon Sinn. Ich muss es ja nehmen. Ansonsten geht's hier nicht weiter. Und durch. Oh ja, genau. Ja, zum Glück kriege ich hier. Sag mal. Es geht aber ein bisschen schnell mit dem Portal hier. Ah. Boah, ey. Die als, ne? Richtig gemein. Ah. Voll im Leben hier rein. Wie man auch immer das schaffen soll. Ach, das Pferd. So, das habe ich jetzt nicht gesehen. Na, das war dumm. Nein, nein. Schengel fest. Kacke. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh Mann, wie blöd. Ich habe das Spiel zum Buggen gebracht. Beziehungsweise, das heißt Buggen, aber nein, es ist kein Bug. Oh mein Gott. Ich mach's auch unnötig spannend, glaube ich. Ah. Okay, alles klar. Hier geht's. Wie soll ich denn hier durchkommen? Achso, ja, okay, ich muss wieder wechseln wahrscheinlich. Ah, hä? Warte mal. Ja, ist okay. Hä? Ich kann hier unter Wasser nicht schlagen, wie soll ich hier durchkommen? Okay, ich verstehe. Oh ja. Die, wo schießen, die sind meine Lieblingsgegner. Ja, halt die Fresse jetzt. Yes. Wie öffnet sich das? Irgendwas habe ich übersehen. Aber nochmal in die Zukunft wechseln geht ja nicht, da war ja kein Portal mehr. Deswegen wundert es mich gerade. Nee, irgendwas ist hier nicht richtig. Ach, okay, warte mal. Ich bin ja blöd. Hier rein. Habe da eindeutig einen Knoten im Kopf. So, jetzt aber. Na bitte. Hier ist wieder echt viel Wechselspielerei. Hä?
Achso, es geht nur darum, die Steine wegzukriegen. Ansonsten muss ich in der Vergangenheit bleiben. Ah ja, okay. Alles klar. Hier, da juggeln die alles rum. Okay, habe ich. Da ist wieder ein Händler. Wunderbar. Und hier gibt's lecker Leben und Kristalle. Na komm, den nehmen wir noch mit. Hier, da geht's weiter und... Ach guck mal, da ist ein Siegel der Macht sogar. Okay. Verstehe. Okay, ich halte schon mal RT gedrückt. Okay, so nicht. Sag mal. Ne, ja. Der nimmt das nicht an. Wenn du einmal verkackt hast, hast du es verkackt. Das heißt, ich muss den Gegner erst triggern. Ansonsten ist es hier mein eindeutiger Toad. So, weg mit dir. Oh, weg mit dir. Die Gegner ziehen mir auf jeden Fall nicht so viel ab wie die Stacheln. Ja. Nur leider droppen manche Gegner nichts. Deswegen ist es gut, erstmal den hier zu triggern. Dann habe ich da Ruhe. Jawohl. Uiuiui. Ach ja, auch noch. Na moin, euch habe ich sehr vermisst. Wenn ich ehrlich bin. Okay, die Chance hier eher drauf zu gehen durch Schaden ist enorm. Ah, da ist das Siegel, der macht schon. Ich hab's fast. Yes, hab ich. Na komm. Oh ja. Wundervoll. Ein Siegel macht. Für mich. Zack. Und raus hier. Ah, okay. Ja, Schnauze jetzt. Ah, okay, die Steine sind weg. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich den ganzen Käse nicht normal machen. In dein freudiges Feuer, mein Freund. Damn. Ja, yeah, guck's dir an. Da werden wir wieder. Und mein Leben ist wieder voll. Das finde ich toll. Okay, Siegel der Macht haben wir. Gehen wir also nach rechts weiter. Yeah. Ja, kaum haben wir nämlich diese tollen Träder gekriegt, ne? Wird uns schon abverlangt, dass wir das hier einsetzen. Ja, okay, auf die eine Lampe da kann ich verzichten, wenn ich ehrlich bin. Okay, Zwischenstopp hier. Erstmal looten, was hier drin ist. Meistens sind ja eh nur Zeitkristalle. Guck mal, 2000 habe ich. Glaube es nicht. Okay. Schnell hier hoch. Bevor alles... vergeudete Liebesmühe war. Oh! Alles klar, hab ich. Hat er! So. Da geht's lang. Ja. Mach Sachen. Ich kann auf Wasser stehen, aber ich muss laufen. Ja, ich kann auf Wasser stehen und ich kann laufen. Okay. Gott. Ja. Okay, ein paar Kristalle kann nie schaden. Okay. Boah, ey, noch ein, zwei Treffer, bin ich tot. Muss ich gerade echt mal aufpassen hier.
Hearthstone, irgendwas Cooles? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nur Ärger. Den habe ich mit euch Jungs hier schon eh genug. Guck mal, da ist was. Du hast das Sonnenwappen erhalten. Ach ja, vielleicht hat das etwas mit der verschlossenen Tür mit den zwei Fassungen im versunkenen Schrein zu tun. Möglicherweise. Ich würde mich nicht drauf verlassen, aber es könnte durchaus sein, ja. Okay. Unten geht's auch noch weiter. Gehen wir mal runter. Ach, guck mal hier. Leben und lecker Zeitkristalle. Wunderbärchen, haben wir schon mal einen Teil bekommen für diese Tür. Warten wir erstmal, bis sie hier fertig sind. Ist das ein Stein, den ich zerkloppen kann, oder wie ist das hier? Nö. Alles klar. Dann setzen wir den schon mal ein. Bing. Das Sonnenwappen ist in seiner Stelle, doch eine andere Fassung ist leer. Ja, das andere ist der Mond wahrscheinlich, wie mir scheint. Sonne und Mond. Okay. So wie ich das richtig sehe, wird das Mondwappen wahrscheinlich da irgendwo unten sein. Das ist auch noch ein Siegel der Macht. Ja, und dann habe ich in dem Level auf jeden Fall alle. Das ist schon sehr nice. Hopp. Okay, machen wir mal. Ich will immer so ein bisschen Respekt hier. Ja, da hätte ich jetzt laufen müssen. Okay, runter. Und Gas geben. Nicht stehen bleiben. Jawohl. Ich bin immer total angespannt, wenn ich irgendwas machen muss und weiß, ich muss hier richtig reinklotzen. Uiuiui. Das sieht nach Spaß aus. Millisekunde, ja, genau. Wie wird's denn hier? Ah, nochmal den ganzen Spaß hier. Die Quabbel auf seine Kristalle hier direkt. Was anderes gibt's hier nicht. Was? Die bauen zwei Schläge? Stimmt ja. Ich kenne das Timing von den Dingern da doch nicht. Okay. Hier schafft. Wow. Okay, der macht hier nur seinen komischen Magierblödsinn. Schneehauze. Wow, warum hab ich denn den Schaden gekriegt? Okay, jetzt muss ich kurz innehalten. Okay, jetzt. Ja, okay. Ist in Ordnung. Dafür brauche ich nicht den Walk on Water. Das geht auch so. Mit euch werde ich auch so fertig. Was? Okay. Aber hier kann ich ja zwischendurch anhalten, das ist nett. So gar nicht auf dem Wasser laufen, kann auch drüber springen. Okay. Und hier hoch. Ach, keine Stacheln mehr. Wunderschön. Aber ihr seid hier. Ich kann eigentlich im Wasser angreifen. Also ich finde das mit dem auf dem Wasser laufen echt eine geile Idee, aber es erhöht den Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen, ne? Die Kombination aus auf dem Wasser laufen und irgendwie nochmal zusätzlich auf alles achten hier. Ja, rechts ist das Siegel der Macht, dann gehen wir natürlich nach rechts. Ja, ein bisschen schneller, wenn es geht. So. Okay. Ich sehe schon, wo das hinführt.
Nein! Shit. Okay, warte. Nee, nee. Ach, Mann. Ich muss warten, bis das Ding runtergeht. So, jetzt. Es muss hier locker, flockig in einem Zug gehen. Na? Geht doch. Wenn jedes Siegel macht so einfach zu bekommen wäre, dann hätte ich alle. Höchstwahrscheinlich. Aber da dem nicht so ist. Ist hier noch was? Nein. Hier werde ich rausgespült. So. Warte mal. 29 gemacht habe ich. So, speichern wir nochmal hier. Und. Na komm. Oh, dass er sich immer festhält, ja. Wow. Haaresbreite hier. Ja. Du schmeißt mit deinem Blödsinn herum. Ist in Ordnung. Wow. Das war so nicht geplant. Und das Plattform? Ja, habe ich eigentlich auch drauf gekonnt. Irgendwas suggeriert mir, dass das Ganze hier nicht so einfach sein wird, wie es aussieht. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Dass da ein Portal auf mich wartet. Okay, dann einmal den ganzen Käse wieder zurück. So. Ah, okay. Aha. Dann links geht's auch, aber da brauche ich wieder ein Portal für, damit die Wand da weggeht. Komm nicht dran. Yes! Tja! Wow. Nee. Ich hier gerade nicht, was ich hier machen. Ah, okay. Ich sehe, was ich machen muss. Jawohl. Au! Verfliegst. Okay. Na. Geh tot. Mach mir das Leben nicht unnötig schwer. Nice. Okay, jetzt wieder zurück. Hä, aber da geht's doch noch weiter. Also muss ich hoch. Ich hätte auch einfach auf der Plattform bleiben können. Nein, ich bin wieder zu hibbelig und ungeduldig. Da, geht's hoch. I understand. Hä? Wie geht denn das weg? Okay. Warum nicht? Ach. Ach, natürlich. Oh, ey. Schnauze jetzt. Also, das ist wahrscheinlich ein kompletter Rundgang, den ich hier machen muss, ne? Guck mal, das ist das andere. Jawohl. Und du hast das Mondwappen erhalten. Vielleicht hat es etwas mit dem Blabla. Ja, hat es. Oh, ich bin ja sehr gespannt, was dahinter ist. Sehr gespannt bin ich. Ich frage mich, wo uns diese Treter, die wir jetzt haben, noch weiterhin führen werden. Beziehungsweise hast du damit noch alles anstellen können. Na guck mal, alles abgegrast hier. Fantastisch. Gefällt mir. Okay. Let's do it. Bevor ich da reingehe, gehe ich definitiv nochmal speichern auf das, was da noch kommen mag. Ich habe ja so ein bisschen Respekt vor diesem dunklen Raum, dass ich sterbe, wieder hier anfange. Vielleicht ist da drin auch ein Portal zu irgendeiner anderen Dimension, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden. Aha, aber da ich ein Meister des Cliffhangers bin, würde ich sagen, in der nächsten Folge von The Messenger gucken wir mal, was sich in diesem Eingang befindet und was wir dort finden werden. Das weiß niemand genau. Aber wir werden es wissen in der nächsten Folge von The Messenger. Also, danke fürs Zusehen, macht es gut und wir finden in der nächsten Folge heraus, was sich da drin verbirgt. Bis dann!